75 Jahre Tradition und Innovation im Reitsport. Der Zucht-, Reit- und Fahrverein Wodan-Damm wurde 1947 gegründet und feierte heute sein 75-jähriges Jubiläum. Der Verein hat eine bemerkenswerte Geschichte voller Erfolge und Entwicklungen, die zeigen, wie wichtig Reiten und Pferdesport für die Gemeinschaft sind. In den ersten Jahren nach seiner Gründung entwickelte sich der Verein schnell und erfolgreich. Bereits 1948 zählte der Verein 100 Mitglieder und das erste Vielseitigkeitsturnier wurde ausgerichtet. In den 90er Jahren hatte der Verein bereits über 400 Mitglieder und die damalige Reithalle war zu klein, um alle Aktivitäten und Veranstaltungen aufzunehmen. Darum entschied sich der Verein 1994 zum Neubau einer modernen Reithalle, die den Bedürfnissen und Anforderungen der Mitglieder und Pferde gerecht werden würde. Diese Entscheidung hat sich als richtig erwiesen und die aktuelle Reithalle ist heute ein wichtiger Treffpunkt für Reiter und Pferdefreunde. Besonders am Reiten ist tatsächlich der Umgang mit einem Tier und vor allen Dingen, dass die Kinder Verantwortung lernen. Ja, und die Interaktion und das Kümmern halt um ein Tier, um ein Lebewesen. Das ist schon die Faszination Pferd, was eigentlich fast alle Mädchen irgendwo in sich haben. Heute feierte der Zuchtreit- und Fahrverein Wodan-Damm sein 75. Jubiläum und blickt stolz auf eine lange Geschichte voller Erfolge und Entwicklungen zurück. 75 Jahre ist eine lange Zeit. Was wünscht sich der Verein denn für die Zukunft? Also in der Zukunft, unser Augenmerk liegt besonders in der Ausbildung der jungen Reiter, also das heißt Kinder. Wir fangen ja hier bei uns mit Ponyclub an, das heißt die Kinder sind quasi, können mit 4 Jahren zu uns in den Ponyclub kommen und sollen dann auch weiter gefördert werden bis zu der, wenn sie möchten, in die schwere Klasse. Also und der Schwerpunkt liegt hauptsächlich in der Förderung der jungen Reiter. Der Verein hat sich zu einer wichtigen Institution für den Reitsport in der Region entwickelt und bietet eine Plattform für Reiter jeden Niveaus, um ihre Leidenschaft für das Reiten auszuleben. Um dies zu feiern, trafen sich aktuelle und ehemalige Mitglieder, Sponsoren und Ehrengäste für ein gemütliches Beisammensein. Es war eine großartige Gelegenheit, um Erinnerungen aufzufrischen und sich über die Zukunft des Vereins zu unterhalten. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Zucht-, Reit- und Fahrverein Wodan-Damm ein Verein ist, der Tradition und Innovation miteinander verbindet. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung und seiner modernen Infrastruktur bietet er eine Umgebung, in der Reiter und Pferdefreunde sicher und erfolgreich trainieren und ihre Leidenschaft für den Reitsport ausleben können. Also ganz wichtig zu erwähnen ist das Ehrenamt. So ein Verein kann tatsächlich nur funktionieren und wir können die Jugend nur fördern, wenn wir genügend Unterstützer haben, sei es denn Großunterstützer, sei es denn Ehrenamtliche, die sich hier tagtäglich um die Anlage bemühen. Nur so können wir weiter bestehen.